Oh, schon wieder Zeit. Hallo zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet auf MA Games TV. Was geht? Und zwar wieder mal am Freitag. Es ist heute 25.09.2020. Und wieder mal einiges an News habe ich für euch parat. Natürlich wieder mal das Gröbste zusammengesucht und eine riesige Bombe jetzt die Woche gegeben. Und zwar Microsoft hat Cash ausgegeben wie nichts. Ich erzähle euch auch was. PS5 muss man aufpassen, wird man auch abzockt. Und das Ende eines legendären 3DS. Das und mehr in der News von dieser Woche. Also, und starten wir schon mal mit den News. Und zwar, Vorbestellungen PS5 ist ja momentan eigentlich schon alles weg. Und da gibt es natürlich so lustige und ganz geile Sachen, die doch haben können eine vorbestellen, aber sie auch gar nicht wollen, sondern die für immense Preise auf eBay, Ricardo, Tutti oder über Facebook sonst irgendwo wollen verkaufen. Und also bis zu 1000 Stutz oder auch mehr habe ich auch schon gesehen. Aber Leute, kaufen das Zeug nicht von denen, weil der schiebt dann einfach Geld in die Arsch, wo für nichts ist. Und so Leute, man, komm, hört einfach auf, man. Ich nehme einfach den Leuten, die sie wirklich wollen, unbedingt am Release wollen, nehmen sie weg. Das ist einfach für nichts, man. Dann einfach müssen wir Geld reinschieben. Dann wartet einfach auf die zweite Lieferung. Weil, oder? Sony hat auch angekündigt, jetzt, sie wollen noch ein bisschen Nachschub bringen, scheint es. Also schaut einfach überall rein. Vielleicht könnt ihr in den nächsten Wochen könnt ihr doch noch ein paar Läden Vorbestellungen haben. Und bitte kauft es nicht bei diesen Leuten, Mann, für irgendwie 1000 Stutz zu geben, damit die sich das Geld können reiben oder was auch immer. Macht das nicht. Das ist einfach für nichts. Wartet halt lieber und ja, kauft sie einfach in einem Laden korrekt und nicht für 1000 Stutz oder mehr. Ich weiß, man will sie unbedingt haben, Release. Ist klar, will ich auch. Aber wenn ihr es nicht bekommt, dann wartet und ja, sehr kommt. Das regt mich einfach auf, so Leute, Mann. Kauft es einfach nicht. Von Nintendo hat es auch noch ein kleines Event gegeben, oder das Nintendo Direct. Und zwar haben sie auch noch zwei, drei kleine schöne Ankündigungen gegeben. Dazu gibt es zwei neue Monster Hunter-Spiele. Für alle Fans natürlich eine grosse, schöne Ankündigung. Und zwar das erste ist Monster Hunter Rise, wo du irgendwie jetzt kannst irgendwie da das Kätzchen zu einem grossen Wolf machen und darauf rumreiten. Und du kannst jetzt auch überall irgendwie neu rumklettern und so Sachen. Und der zweite Teil ist Monster Hunter Stories 2. Da gibt es scheinbar den ersten Teil, kenne ich gar nicht, aber schön. Da gibt es auch noch kleine schöne Ankündigungen, und zwar Ori and the Wisp kommt auch auf Switch-Importierung und zum Beispiel auch noch Sniper 4 wird auch demnächst kommen und sonst noch kleine schöne weitere Ankündigungen hat es gegeben. Ja, zum Launch von der PS5 haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viele Games, ich glaube, es sind so 7, 8 Stück oder so. Und an der Showcase hat man auch gesehen, dass PS Plus da mit dem Trailer und mit den Games, die wir auch kennen. Und jetzt, was ist das genau, das PS Plus? Und zwar will Sony damit euch gerade Games geben, dass ihr etwas zum Gamen habt. Also vorausgesetzt, ihr habt natürlich das PS Plus Abo, Jahresabo, Monatsabo, was auch immer. Und zwar habt ihr 18 Games, die ihr dann könnt direkt abladen und gamen. Unter anderem ist God of War, Bloodborne, Days Gone, Ratchet & Clank, Fallout 4 zum Beispiel und sonst noch ein paar andere gute Games. Also alles Top-Titel, die sie hier zeigen. Und damit wollen sie wirklich gerne, dass auch zum Release auf der PS5 sonst noch etwas zum Gamen hast und nicht die paar Auswahlen, die zum Launch kommen. Ja, finde ich noch easy, finde ich okay. Und Gameboy-Ära geht eigentlich an sich so zu Ende. Und zwar Nintendo hat die Produktion vom 3DS und 2DS komplett eingestellt. Da wird jetzt nichts mehr produziert. Finito, Ende aus. Ja, schöne Zeiten sind es gewesen. Die Ablöse dafür ist schon jetzt eigentlich Nintendo Lite, das größere da Modell da. Und ja, das war es einfach. Schön war's. Und was eine Bombe ist, dass die Woche war. Microsoft hat ZeniMax Media eingekauft. Heißt, das ist Oberfirma von Bethesda. Heißt, Doom, Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein und noch mehr gehört jetzt alles Microsoft und all die Studios, die dazugehören, gehört jetzt auch alles inne. Und sie haben auch schon angekündigt, dass all die Games demnächst in Game Pass reinkommen. Also schon mal, das ist very nice.
Und das alles für ein Schnäppchen von 7,5 Milliarden Dollar. Mein Gott. Und nach dem Chaos, das eben hier war, wegen der ganzen Vorbestellungen, dies und das, hat sich jetzt Sony offiziell über Twitter, glaube ich, entschuldigt für das und haben gesagt, oder sie versprechen auch, sie wollen noch mehr Nachschub bringen für die erste Lieferung. Und dazu muss ich auch sagen, ich habe meine ja auch bestellt, war eigentlich gut, E-Mail bestätigt alles. Und dann am Freitag, einen Tag später, habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich zu der zweiten Lieferung gehöre, also nicht am 19. Und ja, jetzt auch voll verkackt, Mann. Und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt das wirklich stimmt, weil scheint in Deutschland geht das schon ab morgen los, habe ich jetzt gelesen, so ein paar News, dass Nachlieferung sollte ab morgen wieder zum Vorbestellen sein. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es hier in der Schweiz bei uns auch demnächst losgeht. Wie und wenn, habe ich jetzt hier leider nicht gelesen oder so. Aber ich hoffe es drauf. Ich hoffe es drauf. Und dass ich eben meine auch noch am 19. bekomme. Oh ja, ich hoffe es einmal. Shit happens, man. Ja, liebe Leute, das war es wieder mal von der MA News von dieser Woche. Es ist natürlich schön, ein reingeschaltet, kurz, knackig, informativ. Brutal, wie Panzer, dies, das, papapa. Sind wir immer für euch am Start, die heißesten News zu finden. Falls das Video gefällt und ihr auch nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal und vergesst nicht, bei 150 gibt es ein geiles Gewinnspiel. Also schaut, teilt, macht, dies, das, pipapo. Und danke natürlich auch für eure schönen Kommentare immer wieder, sage ich. Danke für mal und noch einen schönen Gruß an Matti geht raus. Ich danke auch dir für die guten Support. Und schaut weiter drin, schaut auf euch, macht's gut. Peace.